I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down, but I don't feel hate. Hey everybody, my name is Jendrik and I'm representing Germany at this year's Eurovision Song Contest 2021. I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. Jendrik Sigvart will compete with the song I Don't Feel Hate, and the Hamburg native has long dreamt of participating in the Eurovision Song Contest. Cause I don't feel hate. Das Geile an dem ESC ist einfach, dass da einfach diese alle Länder zusammenkommen und zusammen Musik zelebrieren. Egal, ob welche Sexualität du hast, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion. Du kommst da zusammen und hast einfach Spaß. Jendrik seems to be just as colorful and multifaceted as the biggest music competition in the world. It's the first time for the 26-year-old Jendrik to ever release a song and shoot a music video. I guess you need patronization as some kind of validation. You cope with the frustration that your enemy fixation is another affirmation that you just said every person who's... With his talent and a dose of craziness, he now wants to inspire Eurovision fans. Ja, sicher. Ich werde gewinnen. Easy peasy, schmeasy, weasy, diesel, easy, weasy. Nein, keine Ahnung. Also natürlich versuche ich Erster zu werden, aber um ganz ehrlich zu sein, mit dem letzten Platz bin ich auch zufrieden, weil mein Traum war es, beim ESC mitzumachen und das mal zu erleben und das mache ich jetzt. How he earned his ticket to Rotterdam is almost like a fairy tale and it begins in a basement of a Hamburg church. This is where the trained musical performer uses the COVID-induced break to be creative. He writes a song and comes up with an idea for a music video. And after several half-hearted attempts, finally, he officially applies for the German ESC competition. And he posts every step of the way on social media. Step one, have an idea on how to create a music video and then use all your free time to get 18 working washing machines for said music video idea. Step two, post TikTok videos about said music video idea with the following message. Hello, I want to go to the Eurovision Song Contest, please take me. And have just the tiny bit of hope that somebody important will see it. Also habe ich gesagt, gut, der einzige Weg, der mir bleibt, ist, ich schreie es einfach in die Welt hinaus. Ich schreie einfach raus, hallo, ich will zum ESC, moin! So. How to make a music video, wenn du 18 kaputte Waschmaschinen besitzt, daraus ein Waschdarm... The daily posts with Jendrik's experiences make an impact as more and more people start to follow his social media channels, including the judges responsible for the German preliminary competition, who invite Jendrik to the casting. Now, with a completed video and a live performance, he convinces the jury and becomes Germany's candidate for the 2021 Eurovision Song Contest. Okay. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Also lass mich von vorne anfangen. Ich kann's auch nicht glauben, Leute. Ich geh zum Eurovision Song Contest. Naja, es ist halt irgendwie schön zu wissen, dass wenn man sich wirklich Mühe gibt mit etwas und da richtig viel Energie reinsteckt, weil ich meine, ich habe den ganzen Sommer da reingesteckt in dieses Musikvideoprojekt und in diesen Song, dass wenn man wirklich dran bleibt und ja, wirklich da seine ganze Energie reinsteckt und sein bisschen Geld, was man hat, dann lohnt sich das, dann kommt man damit auch durch. As a child, he learned to play the piano and the violin. Then he started making his own music with his sister's ukulele. Growing up in Hamburg with four siblings, Jendrik had a captive audience for his warbled melodies at home with his family. He sang all the time and everywhere, and his path was clear. Onto the stage and into the limelight. Ja, Musik ist die Sprache, die alle verstehen. Also das ist ja wirklich so. Ich meine, gerade beim ESC ist es ja so, kann man es so sehen, weil der eben nicht alle nur auf Englisch singen, sondern auch viele in ihren Sprachen der Länder. Und trotzdem versteht man die Lieder oder sagt, boah, das finde ich geil. Und versteht irgendwie die Message dahinter, weil eben Musik so eine eingängige Sprache in der ganzen Welt ist. His feel-good song has a serious message. It's about respect and acceptance and not responding to hate with more hate. I really don't care that you want to bash me. Do it with flair and I'll let you be. But don't you dare to get angry.
when you realize those words just don't hit me. Oh, what? Für mich war dann da einfach wichtig, ich will die Message haben und ich will trotzdem gute Laune dabei haben, wenn ich das Ding schreibe. So, ich will, wenn ich das Lied höre, möchte ich, dass es meine negative Energie in positive wandelt. Und deswegen habe ich einen Song geschrieben, der wirklich mir einfach gute Laune macht. I don't feel hate, I just feel sorry. It feels so very clever, but now you find another way to bend me down. But I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with the middle finger, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate.